So, jetzt aber. Ich würde sagen, wir fangen da hinten an. Jetzt haben wir drei Wege offen. Oder war da hinten auch einer? Doch, oder? Ja, schon. So, nimm mich da. Bitte einmal öffnen. Danke. Du musst ein Schloss knacken. Vorhin in dem Laden, was du da von mir verlangt hast. Reden wir nicht drüber. Nein, was hat das Ding dir angetan? Wenn es mich zurückbringt. Das ist der Tod, Mr. DeWitt. Oder etwas so ähnliches, dass es keinen Unterschied macht. So. Emporia. Harmony Lane, Bank of the Prophet, Grand Central Depot. Ich glaube, wir sind jetzt hier, oder? Memorial Gardens. Ist das da, wo wir angekommen sind? Nee. Ach, ins Comstock-Haus müssen wir, ne? Ja. Zurückgefordert für die Menschen von Columbia. Das ist ja grandios. Ja, ich, wie gesagt, ich weiß nicht. Ich finde die Vox Populi jetzt leider nicht besser. Wo hast du ein Lockpick gesehen? Oh, danke, dass du das. Danke, dass du mir das gesagt hast. Das ist mir sehr wichtig. So, habe ich. Wie viel Geld habe ich wieder? Okay. Ja, gut. Leider zu wenig Geld, um mir irgendwas zu leisten momentan. Das nennen Sie eine Knarre. Das ist keine Knarre. Was ist jetzt wieder los? Warum? Was? Eine Dame mit Sinn für Werte. Das gefällt mir. Warum war jetzt kurzzeitig die Musik so schräg? Achso, ach. Ah, guck mal. Da geht es natürlich gleich weiter. Okay, Deckung. Wo? Ach ja, oh, guck mal. Ist kein Problem. So, ja, müsste schon tot sein. Warum ist schon wieder einer? Was wollen die eigentlich? Eieiei, solche Idioten. Sterben wir einfach nach der... Oh, ach, Briefkästen zum Ausräumen. Sehr schön. Komm, machen wir mal den Köder hierher. Geht klar. Hab nichts. Hab mich. Oh, der Scharfschütze hat mich getroffen. Ich bräuchte, glaube ich, gerade ein bisschen Gesundheit. Ja, weil ich doof bin. Weil ich mich natürlich von... Ah! Einen scheiß Scharfschützen treffen lasse. So. Ja, aber wir jetzt sind alle tot, oder? Ja, war jetzt ein bisschen doof, weil ich mich natürlich treffen hab lassen, weil ich doof bin. Weil ich kann so Spiele nicht. Okay, da ist... Ach, da ist auch wieder mit Haarnadel zu knacken. Ich will zuerst mich umsehen. Okay, da kann ich unten... Oh, ein geheimer Gang unten durch. So, ein Lockpick, okay. So. Jetzt dachte ich schon, wer ist denn das? Das ist ja mein... Ah, Geld. Mein Lockvogel. Ja, Geld. Geld lockt mich natürlich. So, komm einmal ran an den Haken, damit ich ein bisschen... Ja, ist okay. Damit ich ein bisschen bessere Übersicht bekomme von der ganzen Situation. Da könnte ich auch ran. Nee, brauchen wir aber nicht. Da drüben liegen ganz viele Sachen. Obwohl, hier liegt auch Zeug. Naja, das sind die Scharfschützengeschichten, oder? Ja. Präzisionsgewehr. So, was? Da ist eine Alpha-Wand. Gut. So, ist da dahinter vielleicht irgendwas versteckt? Moment, ich muss mal ganz kurz... So. Kopfhörer ein bisschen richten. Gut, jetzt passt wieder. So. Gut, ich kann hier relativ lang entlang gehen. Wahrscheinlich ist hier jetzt wieder Ende im Gelände, oder? Ja, aber klar. Ich finde das echt doof. Boah, Höhenangst. Nein. Nee, ich habe normal keine Höhenangst. Aber ich finde das echt doof, dass ich da manchmal einfach nicht mehr weiterlaufen kann. Und ich glaube, dass ich da jetzt eigentlich soweit dann... Ja. Musst kurz ohne mich gehen. Ist kein Problem, bin schon wieder da. Gut, ein kleiner Salon. Irgendwie so, ah, dass die alle töten mussten. Das ist so sinnlos. Oh, jetzt, nein, ich bin betrunken. Was ist jetzt los? Oh, ich sehe gerade... Jetzt habe ich gar keine Energie mehr. Hm.
Vielleicht jetzt nicht so ideal. Jetzt hätte ich mich beinahe zu Tode getrunken. Was war da? Möchte irgendwas? Achso, Elisabeth. So, Salze voll. Verbandskasten brauchen. So, Revolver könnten wir auch mal nehmen, aber ich mag ehrlich gesagt meine kleine Kanone viel lieber hier, mein kleines Schießeisen, ja. So, hier Geld, Birnen und so Zeug, ein Klavier, das durch die Wand geflogen ist. Was ist denn schon wieder seltsam, Elisabeth? Ja, ja. Mehr vom besten Wein, James. So. Oh, durch die Wand durch. Sehr schön. Bettel um deinen Tod. Nein, will ich nicht. So, komm, komm, komm. Sehr schön. Ich bin schon wieder fast tot. Ach Gott. So, gut. Zum Glück gibt's Kuchen. Der ist gut für die Gesundheit und Schokolade und so Zeug. Ah, Sandwiches und anderes Zeug. Sehr schön. Alles ausräumen. Immer alles looten. Der Lootfinger, der sitzt wieder locker heute. So, gut. Was haben wir dann hier? Ja, Ach, die hat da Karten gelegt, wie es aussieht. Hat er nicht viel Glück gebracht. Moment, da ist... Da steckt was. Das ist... Warum? Ach so, denn so eine Karte steckt da. Okay. Hat den Leuten wohl das Ergebnis nicht so ganz gefallen? Oh, ein Voxophon. Heute Nacht schlug der Prophet gegen seine politischen Gegner los. Er predigt Gnade, aber 40 Menschen liegen heute tot in anonymen Gräbern. Wenn es einen Menschen gibt, der Gnade unwürdig ist, dann ist es mein Mann. Doch als ich jenseits aller Vergebung stand, bot er sie mir trotzdem an. Wie kann ich jemanden die Vergebung verweigern, der sie mir so liebevoll gewährte? Gut, okay, aber recht viel mehr gibt's hier dann offensichtlich nicht. Dann raus da. Ist jetzt alles irgendwie sehr weitläufig. Ich komme da gar nicht drauf klar, ja. Weil ich möchte ja alles immer mitnehmen und wenn das dann so weitläufig ist und Open-World-mäßig da, ja, geht das natürlich dann nicht. Ich gucke einfach mal weiter hier. Wahrscheinlich müssen wir irgendwann mal wieder zurücklaufen, weil es gab ja noch zwei andere Türen, die wir besuchen konnten. So, Briefe. Ja, komm, mach mal auf. Hier ein Schloss. Echt? Dieses olle Schloss? Ja, bitte aufmachen. Ich wollte es eh wegschießen, aber ich wollte nur, dass du dich nützlich fühlst. Danke. Was? Oh, ach so. Ach, der Hausherr ist da. Tut mir leid. Tut mir leid, lieber Hausherr, aber wenn du mich bedrohst, weil ich in dein Haus eingebrochen bin, dann ist zwar verständlich, aber das geht trotzdem nicht. Ich muss mich wehren. So, hier, Gesundheitskit. Juhu, ich bin endlich mal wieder mit der Gesundheit voll. So, der kam von da hinten. Hat der da ein Geheimnis versteckt? Warum ist es hier so dunkel? Kann man da kein Licht aufdrehen? Ist echt ein bisschen dunkel hier. Ja, dann, weiß nicht. Weiter nach oben. Ah, Ausrüstung. Scharfrichter, 60%ige Chance auf kritische Nahkampftreffer. Ach, immer diese Nahkampftreffer. Ich mache doch keinen Nahkampf oder ganz selten. Ach, okay, da kann man nicht drüber, weil da... Der hat sein Haus nicht sehr ordentlich hinterlassen, muss ich sagen. So, gut. Die Tür ist zu. Der ist tot. Da geht es nicht weiter. Nö. Gut. Ja, und Columbia brennt. Wie soll sich die Stadt je davon erholen? Das frage ich mich auch gerade. Nee, komm, Columbia ist schon toll. Ich find die Idee super. So, gut. Geld. Wunderbar. Harmony Lane. So. Tote Leute plündern. Sind wir jetzt gelandet? Jetzt sind wir da, weil wir müssen ja dann. Was? Ist jetzt wieder? Ach Gott, ernsthaft? Ihr wollt es wieder probieren? Ja, dann kommt, Leute. Waffenautomat, ja, kommt. In Ordnung. So. Das ist ja ein netter Laden. Aber ich muss ja eigentlich ein bisschen kämpfen hier, ne?
Raum von Emporia, okay. Ja, ich bin ein bisschen still, weil ich versuche hier irgendwie durchzukommen, ohne dass ich dauernd sterbe. Also ohne dass ich dauernd viel Schaden nehme. Man kann nicht so viel Zeug wieder herzaubern. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Hauen die einfach hinterrücks auf. Ups. Eieiei, diese Menschen haben einfach keine Manieren mehr. So, da schießt schon wieder einer mit. Weiß ich nicht was. Los! So, einmal daran. Und einmal hier Frachthaken-Tötung. So. Da kann man sich hier. Hallo? Ja, ich wollte gerade sagen, könntest du nicht einfach. Wo schießen sie schon wieder? Könnte natürlich in Deckung gehen, aber für sowas habe ich keine Zeit. Ach, da hinten, guck mal. Da auch? Wo? Ach, da unten, hi. Schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Wieso weißt du einfach meinen Blitz aus? Was ist mit dir los? Die haben einfach keine Manieren, diese Typen. So, gut, okay. Salte, ja. Es wäre aber trotzdem interessant, wo die anderen beiden verschlossenen Türen hingegangen wären. Am Hauptbahnhof, ne? Weißt du, ich denke ständig an diesen Traum von dir. New York in Flammen. Irgendwas ist damit. Ja, wahrscheinlich hat das noch irgendwas zu bedeuten. Aber so eine Vision hatten wir jetzt schon länger nicht mehr. Was, glaube ich, gut ist. So, ich guck mal wieder, wo wir rein können und wo nicht. Dann nochmal rüber. Da nach oben müsste es eigentlich... Moment, kurz den Haken greifen. Genau, ich müsste eigentlich hier hin. Ich komme zurecht. So, einmal kurz nachladen. Da falle ich wahrscheinlich... Was war das jetzt bitte? Ja, genau das meine ich. Ich meine, ich kann doch hier nicht einfach durch die Geometrie fallen. So, Moment, hier kurz noch looten vorher. Und dann einmal Schloss knacken, Mädel. Kommst du bitte? Das ist was für dich. Alles, bist du schon da. Danke. Fertig. Hast du gut gemacht. So, ist jetzt wieder einer, der mich klatschen will? Nee. Oh, okay. No Nordoststurm. Wenn du einen Gegner von der Skyline aus tötest, hast du eine 50%ige Chance auf Kurzion Verwundbarkeit. Ja, machen wir auch selten. Naja, Boxophon. Ist ja auch vor was. Allen Männern sah der Sergeant mich an und sagte, in ihrem Stammbaum gibt es ein, zwei Tippis, oder, Junge? Diese Lüge, dieser Rufmord hat mich von da an stets verfolgt. Von diesem Tag an nannte mich keiner mehr seinen Kameraden. Erst als ich die Tippis mit den Squaws darin niederbrannte, betrachteten sie mich als ihresgleichen. Nur Blut kann Blut tilgen. Heieieiei, ja, okay, nur Blut kann Blut tilgen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. So, was haben wir da jetzt? Da geht's nicht weiter. Das ist auch geschlossen. Da ist nix. Okay. Eine große Statue, ja, gut. Ist nicht unüblich. So, Salze und ja, Präzisionsgewehr brauchen wir auch nicht. Ich schieße lieber mit meiner kleinen Pistole. Downtown Emporia. Ja, waren wir da nicht vorher auch schon in Downtown Emporia? Da los. Achso, die Tür ist kaputt. So. Ja, wir waren hier und sind da reingelaufen, aber ich möchte ehrlich gesagt dann da noch und da. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal zurücklaufen. Dann falls das jetzt wahrscheinlich doch auf Anhieb der richtige Weg gewesen. Ja, da ist das Comstock-Haus. Genau, okay, gut. Dann nochmal zurück. Sorry, Leute. Aber es gab da zwei andere Türen, die wir noch betreten müssen. Weil wir könnten ja da vielleicht Schild und so Zeug finden. Ja, ist ja wichtig. So, soll ich auf die Haken rauf? Ich habe Angst, dass ich da durch die Textur durchfalle. Ja gut, geht doch. Ah, geht doch. Ich bin hier unten. Ist okay, danke. So, naja gut, war jetzt. Hat sich nicht so wirklich ausgezahlt. So, ein bisschen Schild.
Schildbürgerstreich gemacht und mein Schild ein bisschen kaputt gemacht. Aha. Ja, Schildbürgerstreich, genau. So, Veni, Vidi, Vigor. Da brauchen wir eigentlich nichts wirklich. Nee, aber hier wäre praktisch. Ein paar Sachen können wir uns sogar leisten wieder. Panzerfaust, nee. Oder weißt du was? Wir sparen. Steht ja drauf. Choose wisely, ja. Wähle weise. Weise ist es jetzt einfach mal zu sparen. So. Also, wir laufen zurück. Einfach aus dem Grund, weil es zwei andere versperrte Wege gab, die wir auch noch erforschen wollen. Darum müssen wir da nochmal zurücklaufen. Oh, hier fallen. Ja, es ist irgendwie alles ein bisschen... Ich weiß nicht. Mir gefiel Columbia vorher besser. Auch wenn die Zwangsarbeit und Rassismus absolut undiskutierbar sind, ja. Also die sind definitiv schlecht. Aber das hier ist jetzt auch nicht toll. Ja, hier die Gründer werden bluten. Das macht die ganze Sache nicht besser. So, genau hier wollte ich her. Weil es gab da vorne noch eine Tür. Da kommen wir ja in die Bank rein. Stand zumindest auf diesem großen Plan. Haben wir den gelootet? Nö, sehr schön. Achso, da war nur ein Kaffee drin. Okay. So, also bitte dann einmal die Tür aufmachen. Erledigt. Danke. Bank des Propheten. Sehr schön. Ich hoffe, dass wir hier sehr viel Geld bekommen. Ja, da liegt das. Das ist so soll eine Bank sein. Da liegt das Geld einfach herum. Und hier Lockpicks brauchen wir natürlich auch, weil wir wahrscheinlich viele Tresors aufknacken müssen. The Rise of Columbia. Ja. Schauen wir mal, was es da Schönes gibt. Ein Rückblick auf die Anfänge. 1893, der Traum des Propheten wird endlich flügge. Das haben wir schon mal gesehen, oder? Gibt's das? Columbia beginnt seine Reise, um Amerikas Vision in der Welt zu verbreiten. Ja, das haben wir schon mal gesehen. War ganz am Anfang. So, was haben wir dann noch? Das, glaube ich, haben wir noch nicht gesehen. Der Prophet widersteht Feinden, innere wie äußere. 1901, die chinesischen Boxer nehmen unschuldige Amerikaner als Geiseln. Der Prophet und Columbia kämpfen für Amerika. Unser Prophet. Und welchen Dank erhält Columbia? Washington zu Comstock, halten Sie sich raus. Wir stehen hinter dem Propheten. Ende. Okay. So, was haben wir hier noch? Wir trennen uns von der sogenannten Union. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob wir das nicht auch schon hatten. 1902, ein feiges Amerika pfeift seine beste Stadt zurück. Nein, danke, sagt der Prophet. Wir gehen eigene Wege. Ja. Haben wir schon gesehen. Ganz am Anfang haben wir die Videos gesehen. Gut, dann... Wir müssen zu Comstock House, Booker. Gehen wir wieder raus. Nein, ich... Bin ich jetzt hier umsonst, oder wie? Habe ich echt vorher den richtigen Weg auf Anhieb gefunden, oder wie? Ich muss hier... Ja, echt witzig, dass in der Bank, in dem Mülleimer Geld liegt, ja? Gut, jetzt auf einmal wieder nicht mehr. Richtig ausgezahlt hat sich das hier jetzt auch nicht. Schade, ich wollte hier rein und die Tresore ausräumen und alles. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Ein bisschen... Ah, da Schreibtische. Ja gut, war jetzt auch nichts drin. Da. Ja, da war Geld, super. War jetzt auch nicht so richtig viel, okay. Mehr Geld. Ah, Münze, okay. Sie hat Geld gefunden, sehr schön. Du bist so lieb, ja. Ich finde das so toll, dass du Geld einfach findest auf der Straße. Ja gut, okay. Dann noch hier rein. Market District. So, Elizabeth? Bin dabei. So. Gut. Mülleimer. Ja, ist natürlich voll. Ja. Selbe Bild. Es brennt einfach alles und alles ist kaputt. Das ist, es ist einfach nicht toll. Nämlich hier so richtig kaputt, ja. Nicht ein bisschen, sondern der ganze Laden, den Boden rausgerissen. Alter, ihr seid ja alle komplett.
komplett voll. Was ist da? Lockpicks. Sehr schön.